Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Wahrheitsfindung. Erlaubnis war. Nun, wir haben hier von Alanis Morissette einmal das alte Album Jagged Little Pill von 1995, Dynamic Range 10 und Album Schmeiß uns das gute Tool einen neuen raus. Und dann haben wir hier einmal das Lied Guardian von Bravo Hits 78 von 2012, Dynamic Range 7 und so weiter. Können wir wohl beides als Pop Rock bezeichnen. Gehört also in dieselbe Kategorie, ja, wenn man es denn in eine Schublade stecken möchte, Genre, ne? Jetzt gehen wir doch einfach mal auf das Technische runter und machen einfach mal einen Vergleich, was denn da so unterschiedlich ist, dass da eine unterschiedliche DR rauskommt mit dieser Messung des Dynamic Range Meters. So, wie wir hier sehen, haben wir hier einmal das alte Ironic von 95 und hier ist Guardian. Nun, sieht erstmal nicht so wirklich unterschiedlich aus von der Dynamik her. Passagen sind sogar auch da, aber irgendwoher muss ja das DR6 auch herkommen. Dann schnappen wir uns hier einfach mal ein Stück und machen einfach mal eine Spektrumanalyse und sehen hier jede Menge Tieftonmüll, auch bei dem alten Ironic. Aber wir können ja auch einfach mal etwas Ähnliches bei Guardian machen. Ja, und da sehen wir, dass es in etwa dasselbe ist, aber hier steigt es halt an. Was schon ziemlich ulkig ist. Ja. Das Ding ist, dass diese Frequenzen hier unten halt, ja, die kosten Energie, aber kein Lautsprecher kann damit wirklich was Sinnvolles wiedergeben. Und Ironic ist hier schön im Abfall. Deshalb sind diese 1, 2 Hertz wahrscheinlich nicht so wild und verbasteln da eben nicht so die Dynamic Range. Nun, machen wir es uns mal einfach. Kopieren Guardian nochmal in eine weitere Spur und wenden mal meinen Trick an. Erst einmal, ja, machen wir ruhig minus 23 LUFS. Sowieso zu laut ausgesteuert ist. Dadurch kommt es erstmal ordentlich runter. Jetzt haben wir nämlich Platz gemacht für einen Highpass-Filter. Wir benutzen aber mal 20 Hertz mit 36 dB abperlen. Oder Roll-Off, würde man im Englischen sagen. Dann hat man gerade gesehen, dass sich das ganze Audiosignal etwas verändert. Oh, normalisieren wir das mal auf minus 1,0. Ja. Wir haben hier einfach mehr Spitzen, ne? Kann ja einfach mal Ironic wollte ich nicht. Ich muss markiertes exportieren. Ausgewähltes Audio. So. Funktioniert aber gerade netterweise nicht. Ja, super. Warum ist das jetzt wieder hier so verbuggt? Später anders. Jedenfalls können wir ja auch die Ansicht ändern. Wir sagen mal nicht Standard Wellenform Skala logarithmisch dB, sondern wir gehen mal auf linear. So, und dann sehen wir halt den Unterschied bei der Spannung, wie das denn überhaupt funktioniert mit dem Lautsprecher. Ein Kumpel von mir, der hat mal WAV, also Wave, programmiert, dass er das wiedergeben kann in QB64. Und dann sehen wir hier auch schön, wie das Audiosignal eigentlich funktioniert. Und eigentlich, ja, ist das im Prinzip der Lautsprecher hier. Ja, er hat hier seine Mittelstellung bei 0, genau in der Mitte hier. Und die Schallwellen werden ja erstellt dadurch, dass das Chassis sich nach vorne und hinten bewegt.
Deshalb funktioniert ein Lautsprecher ja nun mal auch mit Wechselspannung, weil er nun mal durch eine Wechselwirkung Plus und Minus einmal in die eine Richtung raus, in die eine Richtung rein halt nun mal Schallwellen erzeugt. Ja, das nun mal am Rande nebenbei erwähnt. Nun, das hier unten war ja mein bearbeitetes. Das ist ja das Original. Am besten, beziehungsweise am schlimmsten ist es ja noch, wenn es wirklich im Clipping ist, dass der Lautsprecher das dann, auch wenn ich das Signal dann noch so weit verstärke, wie ich lustig bin, dass der Lautsprecher nicht mehr als 1, also vollständig ausfahren und minus 1 vollständig einfahren kann, sollte logisch sein, dass wenn da schon mal Amplituden quasi abgeschnitten sind bei der Wandlung, nun ja. Dass das nichts ist, das sollte jedem klar sein. Nun, jetzt machen wir aber mal meinen Trick hier. Schnappen uns einfach mal Guardian. Regeln das mal runter. Machen wir bitte den Hochpassfilter drüber. Normalisieren das anständig. So. Audio exportieren. Schreib auch dahinter. High Pass, weil das ist ja High Pass Filter, ne? Nachbearbeitet. Ich möchte ja das Original behalten und nicht überschreiben. Packen wir das hier mal einfach neben das Originalfile. So, erstmal hat es natürlich noch die Originaldaten soweit drin hier. Schreib das hier mal rein. High Pass. Und lass jetzt mal das Dynamic Range Meter darüber laufen. Ah, und siehe da, der Titel hat Dynamic Range 10. Und das wird ja passen, weil das ja beides Pop Rock ist und Alanis Morissette ist nochmal Alanis Morissette, ist halt dieselbe Musik, ne? Nun, woher kommt das? Auch dass klanglich sich die Soundqualität verbessert. Ja, ist ziemlich einfach zu erklären. Schnappen wir uns dann nochmal Guardian. Die richtige Ansicht habe ich ja schon da. Ich kopiere das hier einfach mal nochmal. Und sage hier nochmal neue Stereo-Spur hinzufügen. Was nämlich passiert, dadurch, dass ich den Hochpassfilter anwende und das wieder normalisiere. Ja, man sieht ziemlich eindeutig, dass dieser Datenstrom weniger ist, ne? Und das Dumme ist nun mal, wenn ich jetzt das Spektrum vergleiche, ne? So, ab 20 Hertz regelt er halt raus. Ja, er verbiegt ein bisschen die Phase bei den Frequenzen darüber nach oben. Das heißt, es wird einen ganz kleinen Ticken lauter, aber. Ja, das, wenn man sich das im Vergleich anhört, ist das quasi schiedegal. Das hier unten, das, was jetzt hier weg ist, nach meiner Nachbearbeitung, das kostet halt natürlich Power. Das kostet richtig Power. So, und das können wir ja auch an der Spannung sehen. Wenn ich jetzt hier neu zeichne und jetzt das Original. Ne, das ist jetzt schon das Original, aber. So, wenn ich jetzt wechsle und neu zeichne. Also kann man das im Vergleich schön sehen, was da passiert. Ja, die Musik hier, das bleibt alles dasselbe. Aber der Verstärker muss diesen Rotz hier unten, den sogenannten Tieftonmüll, kann man ja tatsächlich so sagen, weil das ist es ja nun mal, muss er nicht mal verstärken und das kostet halt nun mal keinen Saft mehr. Und dann ist natürlich das, was davon übrig bleibt, lässt sich natürlich besser verstärken, ne? Sprich, dieser Tieftonmüll, der kostet Power bei der Verstärkung für die Frequenzen, die wir ja eigentlich brauchen und haben wollen. Ja. So simpel scheint es auch schon zu sein. Und dann kann von, naja, wenn man das in
Loudness War stecken will, eigentlich nicht mehr die Rede sein, sondern hier wurde halt einfach nur in der Produktion einfach missgebaut, weil man offenbar einfach den Mix nicht aufgeräumt hat oder irgendwie sowas. Stell mich ja nicht hier hin, ich bin jetzt hier der Tontechniker und hast nicht gesehen. Ich vergleiche einfach nur mit den simplen Möglichkeiten, die einem kostenlos zur Verfügung stehen. Tja. Des Weiteren, von wegen gerade diese Frequenzen da unten herum, unterhalb von 20 Hertz, kann ich dann noch nur mal auf Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik verweisen. Und wenn er dann auch sowas sagt, wie von wegen, ja, Leute mit ihren 12-Hertz-Subwoofern, dass er davon nicht viel hält und der baut Lautsprecher selber und macht und zeigt die ganze Mathematik. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung zu seinem Kanal. Und dann kann man nämlich wirklich mal was lernen. Dann weiß man, was hier gerade passiert ist. Mit meinem, ja, nennen wir es Reparaturversuch, der eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Vielleicht geht es irgendwie besser, das weiß ich nicht, aber das ist mal eine Möglichkeit, was auf die Schnelle machbar ist. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Probiert's mal aus. Kann sich lohnen. Es wird die Soundqualität von ziemlich allem ab dem Jahre 2000 einfach anheben. Einfach weil die Funktion nun mal so ist, wie sie ist und diese Frequenzen dann nun mal Saft kosten. Ja, und dann zieht es halt, da das natürlich mehrere Spuren sind und Phasen und bla und blub. Ist halt, ja, ne, das Peakmeter ist nun mal Wechselspannung, das muss immer in Bewegung sein. Und wenn das dann im Clipping ist und zudem dann noch Tieftonmüll dazu kommt, dass es dann immer voll ist und dass die Lautsprecher das natürlich nicht umsetzen können, dass dann die Soundqualität leidet, macht ja Sinn. Aber Bewegungen, die der Lautsprecher durch die Wandlung von diesem Signal nicht umsetzen kann, können ihn eigentlich auch nicht kaputt machen. Und das dann halt auch nochmal, ne? Abgeschnittene Amplituden ist gleich keine Bewegung des Chassis und keine Überbelastung. Funktioniert ja einfach gar nicht. Ja. Macht's gut oder besser.